Das Thema der heutigen Einheit ist die P gleich NP-Frage. Die Buchstaben werden Ihnen jetzt noch nicht sagen, aber am Ende der Einheit werden Sie die Buchstaben verstehen und auch die Bedeutung der Frage. Die Frage wurde formuliert bereits Anfang der 70er Jahre, 1971, 72, also in den Anfangsjahren der Informatik. Es hat sich für unglaublich wichtig herausgestellt für die Entwicklung der Informatik. Sehr viel, was in den 40 Jahren seither passiert ist, lässt sich auf diese Frage zurückführen. Und sie hat sich nicht nur als äußerst wichtig herausgestellt in der Informatik, sondern auch in der Mathematik. Nämlich sie fasst die Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen Beweisen, was wir alle als eine Kreativität, als eine kreative Tätigkeit ansehen, und einen Beweis überprüfen, was wir eher als eine handwerkliche Tätigkeit ansehen. Und das heißt, diese Frage kann man auch verstehen als, gibt es einen Unterschied zwischen kreativer Tätigkeit und handwerklicher Tätigkeit? Braucht es Aufgaben, wo man kreativ sein muss zur Lösung? Oder kann man immer zu einer Lösung kommen, wenn man nur handwerklich tätig ist? Die Frage ist so wichtig in der Mathematik, dass die Clay Foundation ein Preisgeld von $1 Million ausgesetzt hat für die Lösung dieses Problems. Sie hat es auch für 5 andere Probleme der Mathematik gemacht. Was ist nun diese P gleich NP-Frage? Lassen Sie mich zunächst mal etwas sagen zur Übersicht der Vorlesung. Was ist ganz allgemein das Ziel von Theorie? Dann konkret werden wir eingehen auf die P gleich NP-Frage. P ist die Menge der Probleme, bei denen man eine Lösung in Polynomzeit finden kann. Also etwa das kürzeste Wege-Problem haben wir gesehen. Da war die Eingabe ein Graph und Längen auf den Kanten oder Fahrzeiten. Und die Frage war, finde einen kürzesten Weg von einem Startknoten S zu allen anderen Knoten. Ja. Und wir haben gesehen, wenn wir einen Graphen haben mit n Knoten und m Kanten, dann kann man das Problem lösen in n plus m ins Quadrat. Das heißt, die Laufzeit wächst wie das Quadrat der Größe der Eingabe, denn man braucht die Größe der Eingabe ist die Anzahl der Knoten und die Anzahl der Kanten. Und das heißt, in diesem Fall kann man die Lösung in Polynomzeit finden. NP ist die Menge aller Probleme, bei denen die Korrektheit eines Lösungsvorschlags in Problemzeit überprüft werden kann. Was bedeutet jetzt die Korrektheit eines Lösungsvorschlags überprüfen? Nehmen Sie zum Beispiel an, ich frage Sie, gibt es ein x, sodass x hoch 3 gleich 8? Das wäre die Frage. Jetzt wäre Lösungsvorschlag x gleich 5. Und dann sagen Sie nein. Denn wenn ich x hoch 5 ausrechne, kriege ich 125 und das ist nicht gleich 8. Ja? Andererseits, wenn ich Ihnen gebe x gleich 2, dann würden Sie sagen ja, denn 2 hoch 3 ist in der Tat 8. Ja? Also, das ist ein Lösungsvorschlag und das Überprüfen heißt, wir rechnen aus, was x hoch 3 ist und schauen nach, ob das gleich 8 ist oder ungleich 8. Wir werden dann uns anschauen ein ganz konkretes Problem in dieser Klasse NP, nämlich das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik. Das ist das prototypische Problem in dieser Klasse. Wir kommen zum Satz von Cook und Levin, den die beiden im Jahr 71 unanheimlich voneinander bewiesen haben, nämlich, dass dieser Menge SAT, dieses Problem SAT, eine ganz spezielle Rolle hier spielt, nämlich, es gibt einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem, also SAT gehört zur Klasse P, genau dann, wenn die beiden Klassen gleich sind. Ja?
wenn das SAT nicht in NPE ist, nicht in PE ist, dann bedeutet das, die Klasse P ist echt enthalten in der Klasse NP. Die Klasse NP ist echt mehr als P. In der letzten Viertelstunde reden wir dann darüber, was wäre, wenn P ungleich NP ist. Also wenn man die Antwort auf diese Frage wüsste. Oder was wäre, wenn P gleich NP ist. Also was wären diese zwei möglichen Welten, wenn man einmal ungleich hat und einmal gleich. Zunächst mal, was sind die Ziele von Theorie ganz allgemein? Das Ziel einer jeden Theorie, sei es jetzt in der Physik, sei es in der Mathematik, sei es in der Informatik, sei es in den Geisteswissenschaften, ist Einsicht zu verschaffen und Ordnung zu machen. Phänomene, die vorher verschieden waren, die man detailliert beschreiben kann, hat man Ordnung und sagt, das ist wirklich nur eins. Sehen Sie, was Newton gemacht hat. Er hat verschiedene Körper fallen lassen und hat gesagt, die verhalten sich im Vakuum alle gleich. Ja, ob man eine Eisenkugel fallen lässt oder eine Feder, im Vakuum fliegen die gleich schnell. Das ist schon mal Ordnung schaffen. Und dann auch noch Einsicht, nämlich, dass sich die Geschwindigkeit, dass die linear wächst in der Beschleunigung. Ja, mit der Zeit. Ja, also V ist B mal T. Wenn man annimmt, am Zeitpunkt 0 ist das Ding in Ruhe. Das ist jetzt Einsicht, mal eine knappe Beschreibung für das große Phänomen. Wie sollte es das hier? Wir werden sehen, es gibt viele Probleme, zum Beispiel das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, das Rucksackproblem, das Problem des Handlungsreisenden, das Graphenfärbungsproblem. Und tausende Algorithmen, die sind alle gleich schwer. Für eines dieser Probleme gibt es einen effizienten Algorithmus, genau dann, wenn es für alle Probleme einen effizienten Algorithmus gibt. Ja, das ist Ordnung schaffen, Einsicht vermitteln. Und zweitens noch, jetzt eine Verbindung zur Mathematik, eine Verbindung zur Philosophie, nämlich es gibt einen Polynomzeitalgorithmus für eines dieser Probleme, einen effizienten Algorithmus für eines dieser Probleme, wenn zwischen Beweisen und Überprüfen eines Beweises kein wesentlicher Unterschied besteht. Aber wie ich schon sagte, Beweisen verbinden wir alle, sagen wir alles, eine kreative Tätigkeit. Aber Überprüfen eines Beweises ist eher eine handwerkliche Tätigkeit. Wir sind alle der festen Überzeugung, dass es für manche Tätigkeiten Kreativität braucht. Eine Formalisierung davon ist diese P gleich NP-Frage. Also wenn die zwei gleich wären, wäre kein Unterschied zwischen Kreativität und handwerklicher Tätigkeit. Wenn die ungleich sind, wäre beweisbar ein Unterschied. Aber diese Frage ist eine ungeklärte Frage der Informatik und der Mathematik. So, schauen wir uns das jetzt genauer an. Was ist diese Klasse P? P ist die Menge der in Polynomzeit lösbaren Probleme. Also da steht lösbar und da steht in Polynomzeit und da steht Problem. Also ein Problem ist eine Menge von Problemstellungen. Ja, also wir könnten etwa sagen, das kürzeste Wege Problem und eine Problemstellung ist dann ein konkreter Graph und konkrete Längen der Kanten. Man sagt auch Instanzen. Was heißt ein Problem zu lösen? Lösen heißt, für jede Instanz die richtige Antwort geben. In Polynomzeit bedeutet die Laufzeit des Algorithmus, des Programms ist beschränkt durch ein Polynom in der Länge der Eingabe.
Also nochmal, wir brauchen, Probleme sind P, wenn es ein Programm M gibt und eine natürliche Zahl K, sodass Folgendes gilt. Das Programm liefert für jede Problemstellung die richtige Antwort. Und zweitens, die Laufzeit an einer Eingabe X ist beschränkt durch ein Polynom in der Länge der Eingabe. Was heißt das genau? Also wir haben die Eingabe, nehmen wir etwa an, die Eingabe wäre Kurt Melhorn. Also hier ist ein Leerzeichen dazwischen. Dann wäre die Länge 13. Wenn wir den Graphen haben als Eingabe, dann wäre die Länge n, ja, Anzahl der Knoten, plus m, die Anzahl der Kanten. Denn das muss man hinschreiben, um die Fragestellung zu formulieren. Wenn jede Kante noch eine Länge hat, dann hätten wir 2m, weil wir bei jeder Kante nicht nur hinschreiben müssten, wohin die geht, sondern auch noch hinschreiben müssten, wie lang sie ist. Gehen Sie zurück zu der Diskussion von Dijkstras Algorithmus, wie wir Graphen im Speicher dargestellt haben. Da werden Sie sehen, die Anzahl der Speicherzellen war n plus 2 oder 3m. Ja? Und was heißt jetzt konkret? Die Laufzeit ist beschränkt durch ein Polynom. Da sagen wir, wenn die Eingabe x ist, dann läuft das Programm höchstens für c mal Länge von x zur Kartenpotenz Schritte. Und das c ist dabei eine Konstante, die nicht von x abhängt. Also konkret könnte das heißen 50 mal Länge von x hoch 3. Und dann wüssten wir, wenn die Eingabe Länge 100 hat, dann läuft der Algorithmus für höchstens 50 mal 100 hoch 3 Schritte. Ja? Und ja, wenn ich das ausrechne, das wäre 50 Millionen. Ja, gut. Das ist also gemeint mit Polynomzeit, Klasse P. Und das hat auch spezielle Bezeichnungen, nämlich wenn k gleich 1 ist, sprechen wir von linearer Laufzeit. Wenn k gleich 2 ist, sprechen wir von quadratischer Laufzeit. Wenn k gleich 3 ist, sprechen wir von kubischer Laufzeit und so weiter. Wir haben gesehen, zum Beispiel sortieren von n Elementen hat gebraucht n log n Vergleiche und n log n ist immer kleiner als n Quadrat. Ja, also das wäre polynomielle Laufzeit. Wir haben bei kürzeste Wege gesehen, die Eingabe war n plus m lang, Anzahl der Knoten plus Anzahl der Kanten und die Anzahl der Schritte, die wir gemacht haben, war höchstens das Quadrat davon mit einer Konstante davor. Also kürzeste Wege ist auch in Polynomzeit. Was ist so Besonderes an Polynomzeit? Es ist ein Glaubenssatz der Informatik, nur Algorithmen mit polynomieller Laufzeit sind gute Algorithmen, sind brauchbare Algorithmen, sind nützliche Algorithmen. Und ich möchte Ihnen das jetzt klar machen an, zum einen, indem ich mir überlege, was bedeutet Polynomlaufzeit für das Verhalten, wenn ich die Eingabe größer mache. Und wir werden das dann kontrastieren, was passiert, wenn wir exponentielle Laufzeit haben. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Algorithmus, dessen Laufzeit beschränkt ist durch ein Polynom der Ordnung k. Also die Laufzeit ist beschränkt durch c mal x zur Kartenpotenz. Und wir gehen jetzt über zu einer Eingabe, die doppelt so lang ist, doppelt so groß ist. Dann haben wir eine Laufzeitschranke von c mal 2 mal Länge von x hoch k. Und dann können wir natürlich das 2 hoch k rausziehen. Dann kommt da, steht da 2 hoch k mal dem, was vorher stand. Das heißt, wenn wir die Problemgröße verdoppeln, vergrößert sich die Laufzeitschranke um den Faktor 2 hoch k. Das ist eine Konstante. Ja, also wenn k gleich 1 ist, ist das der Faktor 2. Wenn k gleich 2 ist, ist der Faktor 4.
Wenn k gleich 3 ist, ist das der Faktor 8 und so weiter. Nun erinnern sich, Mooresches Gesetz, Rechner werden jedes Jahr um den Faktor 2 schneller. Ja? Das bedeutet also, wenn Sie eine bestimmte Problemgröße heute in einer Stunde lösen, ja, in einem Jahr, Sie können eine Größe n heute lösen, in einer Stunde, dann brauchen Sie heute 2 Stunden, um ein Problem der Größe 2n zu lösen. Und weil Rechner um einen Faktor 2 schneller werden jedes Jahr, brauchen Sie dafür in einem Jahr wieder nur 1 Stunde. Also das wäre das, was Sie in einer Stunde lösen könnten. Heute, wenn Sie zur doppelten Problemgröße übergehen, brauchen Sie 2 Stunden. Aber in einem Jahr ist das wieder nur 1 Stunde. Also das heißt, dieser schnelle Rechner macht einen schnelleren Rechner macht einen riesigen Unterschied. Sie können doppelt so große Probleme lösen. Sehen wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir eine exponentielle Laufzeit haben. Also wir haben eine Laufzeit von der Form, wieder eine Konstante mal a hoch Länge von x. Ja, wobei das a irgendeine Zahl ist, also zum Beispiel a gleich 2 oder a gleich 3. Jetzt schauen wir uns wieder an, was passiert, wenn wir die Problemgröße vergrößern. Und ich verdopple sie jetzt nicht, sondern ich vergrößere sie um 1. Ja? Also wir haben ein Problem der Größe x jetzt und wir gehen über zu x plus 1. Also, was passiert? Jetzt haben wir ein Problem der Länge x, da ist die Laufzeit das. Wir machen die Problemgröße um 1 größer. Und da steht jetzt hier a hoch Länge von x plus 1, da kann man das a vorne rausziehen. Und das heißt, die Laufzeitschranke hat sich um den Faktor a vergrößert. Also wenn a gleich 2 ist, bedeutet das, Problemgröße plus 1, Laufzeit mal 2. Ja? Also das bedeutet das für a gleich 2. Das heißt, bei exponentiellen Algorithmen ist das so, die Laufzeit, die wächst rasend schnell. Ja, wenn Sie hier die Problemgröße haben, das geht ganz schnell nach oben. Denken Sie dann, was exponentielles Wachstum bedeutet. Nehmen Sie, haben Sie einen Teich und Sie haben Seerosen. Die Anzahl der Seerosen verdoppelt sich jeden Tag. Nach einem Tag haben Sie 2, nach 2 Tagen haben Sie 4, nach 3 Tagen haben Sie 8. Ja? Wenn an einem bestimmten Tag der Teich halb voll ist, halb bedeckt mit Seerosen, ist er am nächsten Tag ganz bedeckt. Ja? Das bedeutet exponentielles Wachstum. Also die Laufzeit wächst rasend schnell. Sie machen die Problemgröße um 1 größer und die Laufzeit verdoppelt sich. Üben wir das noch ein bisschen. Sie sollten an der Stelle anhalten und sich die Lösung für diese Aufgaben überlegen. Ich erkläre Ihnen jetzt die Lösung. Also wir haben einen Algorithmus, dessen Laufzeit und Eingabe x durch x hoch 3 beschränkt ist. Wir verdoppeln wieder die Eingabegröße. Was passiert? Die Laufzeit wird 2x Länge hoch x hoch 3. Und das ist 2 hoch 3 mal die alte Laufzeit. Das heißt, wir sehen den Faktor 8. Zweite Aufgabe. Wir haben einen Algorithmus, dessen Laufzeit in der Eingabe x linear in der Länge von x wächst. Nehmen wir ferner an, dass sich die Geschwindigkeit von Rechnern jedes Jahr verdoppelt. Wenn wir heute eine Aufgabe der Größe 10 hoch 4 lösen können, also 10.000 in einer Stunde bearbeiten können, was geht dann in 4 Jahren? Nun, in 4 Jahren...
Was passiert mit der Rechnergeschwindigkeit? Die verdoppelt sich im Jahr 1, dann verdoppelt sie sich nochmal, dann verdoppelt sie sich nochmal, dann verdoppelt sie sich nochmal. Also in 4 Jahren sind Rechner 16 mal so schnell wie jetzt. Und das heißt, was wir in 4 Jahren in einer Stunde bearbeiten können, ist das, was wir jetzt in 16 Stunden bearbeiten können. Ja, also eine Stunde in 4 Jahren entspricht 16 Stunden jetzt. Und wenn die Laufzeit linear wächst, dann bedeutet das, wir können jetzt ein Problem lösen, das ist 16 mal so groß. Also nicht 10.000, sondern 160.000. Ein gewaltiger Fortschritt. Sehen wir uns jetzt das wieder an. Und die Laufzeitschranke wäre exponentiell, also 2 hoch Länge von x. Nehmen wir wieder an, wir könnten heute Eingaben der Länge 10 hoch 4 bearbeiten, wie oben auch. Was geht dann in 4 Jahren? Nun wiederum müssen wir uns fragen, welche Problemgröße können wir heute in 16 Stunden lösen? Wenn man uns vorher überlegt, immer wenn ich das Problem um 1 größer mache, verdoppelt sich die Laufzeit. Das heißt, wenn ich es um 2 größer mache, vervierfacht sich es, wenn ich es um 3 größer mache, verachtfacht sich es, wenn ich es um 4 größer mache, versechzehnfacht sich es. Das heißt, ich kann lösen 10.004. Das heißt, das ist kaum merklich. Den Fortschritt, dass Rechner 16 mal schneller werden, spiegelt sich kaum wieder in der vergrößerten Problemgröße, die ich lösen kann. Man kann auch sagen, wenn man exponentiell nimmt, dann läuft man irgendwann gegen eine Wand. Man kann bestimmte Problemgrößen lösen und viel mehr geht nicht. Und es geht auch morgen nicht und es geht auch nicht in 4 Jahren. Dagegen, wenn man so einen Algorithmus hat mit linearer Laufzeit, dann schlägt schnellere Rechner wirklich durch. Man kann wesentlich größere Probleme lösen.